Ja, ich verstehe die Aufregung nicht. Ja. Ich werde jetzt dauernd gefragt, ach Herr Dobrindt, warum haben Sie das jetzt gesagt, dass ich das gesagt habe, dass linke Aktivisten sich seit 1968 Schlüsselpositionen besetzt halten in Kunst, Medien, Kultur und Politik. Ja, das habe ich gesagt, weil mir das allmählich auffällt, nach 50 Jahren etwa, ja, dass unsere CSU und ich in diesen Bereichen permanent verunglimpft werden. Ja, und deswegen brauchen wir eine konservative Revolution. Jetzt werden wir von CSU und CSU uns einmal Schlüsselpositionen besetzen in Kunst und Medien, zum Beispiel in sowas wie der Matthias Richtling Show, damit ich mal zeige, man braucht mich nicht nachzuäffen, um Lacherfolge zu erzielen. Ja, das schaffe ich aus meiner Originalperson heraus ganz alleine. Damen und Herren, guten Abend in der Matthias-Richtling-Show, guten Abend zu Hause an den Bildschirmen, guten Abend hier im Stu... Die... Oh, siehste, passiert schon gleich, können wir gleich unterbrechen. Da sind eine ganze Menge Zuschauerplätze frei. Wo sind die? Kurze Frage an die Regie. Was ist da los? Wo sind die Leute noch draußen? Kommen die noch? Was? Nicht gekommen. Ja, pff, das sind mindestens 5%. Was soll das? Da kann ich nicht... Ja, nee, das geht nicht. Da können wir... Ja, also das hat keinen Zweck. Gut, dann tut mir leid, meine Damen und Herren, so können wir die Sendung nicht präsentieren. Dann bitte ich Sie um Entschuldigung, also 5% weniger. Dann, nee, ich fühle mich auch abgewählt, ich muss mich erstmal regenerieren. Tut mir leid. Ja. Was? Ja. Entschuldigung, also das habe ich... Gelernt habe ich das von Martin Schulz. Der hatte bei der Bundestagswahl statt 25% 5% weniger. Das hieß für ihn, ich muss mich zurückziehen. Ich kann jetzt erstmal nichts. Was? Ja, wir können erstmal sondieren. Können wir natürlich. Aber egal, was rauskommt, es muss auf jeden Fall nachgebessert werden von Ihnen. Nicht? Oder Sie wählen mich nochmal neu. Ja, also, Sie gehen nochmal raus und gucken Sie nochmal Werbung von mir an. Kaufen nochmal Karten für mich. Nicht wahr? Dann. Könnte ich eventuell eine Koalition eingehen mit den Gästen, die heute dran wären? Das kann ich Ihnen gerade mal sagen, wer das gewesen wäre. Das wäre Martin Schulz, na ja gut, und Alexander Dobrindt natürlich, Donald Trump und Kim Jong-un, ah, immerhin, schade. Ja, schade, ja, schade nicht, ja? Und Winfried Kretschmann und Thomas Strobel, die könnten Ihnen als erstes mal zeigen, wie die Sendung aussehen würde, wenn sie zustande kämen sollte. Aber das ist völlig ergebnisoffen. Bitte sehr. Ja, gut, also, ich mach's schon. Wie bitte? Ja, ich hätte was Staatstragendes. Sie? Sie sind bei mir doch gerade Laufbursche um die christdemokratischen Ideale der Grünen ihren Parteigremien von der CDU zuzustellen. Was wollen Sie denn gerade von mir? Also, Entschuldigung, ich bin der Stellvertreter der Bundeskanzlerin Thomas Strobel immerhin. Die Bundeskanzlerin heißt doch nicht Thomas Strobel. Das habe ich auch gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich bin die Stellvertreterin des Bundeskanzlers. Und deswegen... Ja, das glaube ich. Der Bundeskanzlerin! Ich? Sie sind von der Bundeskanzlerin der Strobel. Das sag ich ja. Ich bin die Strobelin der Bundeskanzlerin als Stellvertreterin ihres Stellwerks. Und deswegen habe ich... Das wird ja immer schlimmer. Sag Sie mal, was wollen Sie denn jetzt eigentlich sagen? Dass ich Thomas Strobel bin. Also ist das zu fassen? Seit ich Sie mitspielen lasse im Regierungssandkasten, erzählen Sie mir dreimal am Tag, dass Sie Thomas Strobel sind. Jetzt tun Sie endlich mal Ihre Gedanken sondieren zum Donnerwetter noch mal. Ja, Entschuldigung. Ah, sondierend. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich wollte die Öffentlichkeit informieren über die Sondierungsgespräche der neuen Bundesregierung, wollte ich. Ah, die sind ja schon ewig her. Ja, mir sind sie jetzt erst bewusst geworden. Also, wenn Sie gestatten, die Ergebnisse der Sondierung von CDU und CSU und... was soll das heißen, bitte? Können Sie mir vielleicht helfen? Na, da. SPD! Ach so, schon. Die waren dabei.
Strobel? Ja, SPD haben ergeben, Deutschland wird wahrgenommen, sowohl national wie international. Deutschland ist damit weltweit und die Menschen boomen in Arbeit, Jobs und Berufen, Beschäftigungen und Anstellungen. Posten, Bestätigungen und Gewerben. Aufgaben, Geschäften und Beschäftigungen und Berufen. Ja, und wir haben's kapiert. Ja, ist das das Ergebnis der Zusammenarbeit von CDU und CSU? Und was heißt das jetzt bitte? SPD! Schon wieder? Strobel! Die Wahl zeigt aber, dass die Menschen für Erneuerung des Aufbruchs in unserem Lande gestärkt werden wollen, haben zu sein. Daher streben wir einen politischen Stil an, zum Beispiel für Europa, für die Rente, für die Familie. Was ist das? Ich bin noch nicht fertig. Wichtig ist uns Wohnen, Flüchtlinge und Pflege. Über das wollen wir Debatte und Zukunft stärken, damit wir... Was reden Sie denn da? Das ist das, was rausgekommen ist bei der Sondierung. Das ist ein völliger Schwachsinn im Quadrat hoch 3 mal 15. Ja, mit Rücksicht auf die SPD. Ja, aber das sagt doch alles nichts aus. Merken Sie das nicht? Ja, gut, also... Kein Wunder, mosern die Jusos und wollen mir rausholen. Ja, gut, also... Strobel? Ja, bitte, die Menschen, sie mosern, aber argumentativ lässt sich das ja gar nicht parieren. Wie wollen Sie denn mehr rausholen, als der Satz sagt, um den Fachkräftemangel zu begegnen, werden wir eine Fachkräftestrategie entwickeln und brauchen eine Modernisierung in Bezug auf Digitalisierung und Globalisierung der Wirtschaftswelt, damit wir entwickeln aufhören können, was ist? Mehr kann man wirklich nicht rausholen. Also, mehr kann man auch wirklich nicht rausholen. Aber das ist das Potenzproblem der SPD. Wissen Sie, je kleiner, umso größer wirken 20 Zentimeter. 20%. Wissen Sie, die SPD hatte 2013, haben die 25% gehabt. Da hatten sie nicht solche Forderungen. Also wir müssen einfach gucken, dass die SPD stärker wird. Wenn die so weitermachen, landen sie 2030 bei 5%. Was meinst du, was die dann für Ansprüche haben? Da kann ich sagen. Da wird der Chef der Landesgruppe der CSU nicht mehr zum konservativen Revolutionsführer, sondern gleich zum Dobermann, der sein Herrchen die Wähler an die Leine legen möchte, damit die deutsche Kultur mal wieder ein Reinheitsgebot bekommt. Hier ist er, Alexander Dobrindt. Guten Abend, Herr Dobrindt. So, nein, auch Ihnen bitte, wenn Sie Platz nehmen wollen. Guten Abend, bitte nehmen Sie das. Guten Abend, Herr Dobrindt. Ja, ja, das ist nett, dass Sie mich deutsch begrüßen. Ja, jetzt damit kann man schon gar nicht mehr rechnen. Übertreiben Sie aber doch nicht, bitte. Sie übertreiben doch nicht. Ich übertreibe nicht, ja. Wenn ich höre, dass die linke Elite in Form der SPD nicht nur Schlüsselpositionen besetzen will, ja, sondern auch noch jetzt in Lebensmitteln Fett und Zucker begrenzen möchte, ja, da sage ich, ja, der Haus besetzt die SPD bald jeden Schweinsbraten und meine Semmelknödel. Ja, was meinen Sie dann mit konservativer Revolution? Was ist das für ein... Ich möchte nicht bei jedem Vesper die SPD im Maul verspüren und bei jedem Zwetschgendatschi mir mental 68er aus den Zähnen pulen. Ah, oh, guten Appetit. Ja, liebe Freunde von CSU und CSU, ich sage Ihnen das gerne auch. Ich bin ja der neue Alexander Dobrindt, der neue Landeschef der Landesgruppe der Bayern im Bundestag. Und in der Funktion ist mir das gleiche mal aufgefallen. Wir haben ja 2018 haben wir ja einen Jahrestag, ja, und zwar das der 68er. Das müsste jetzt um die, wenn ich es richtig gerechnet habe, 50 Jahre her sein. Aber legen Sie mich nicht fest auf 5, 6 Jahre mehr oder weniger. Bevor jetzt aber die Feierlichkeiten losgehen, da sage ich Ihnen gleich, das hört mir auf. Die 68er hören mir jetzt auf. Ja? Nach über um die 50 Jahren müsste mal Schluss sein mit Haschischkeks statt Atom. Wir brauchen wieder, was das Volk will. Und das Volk will Fahnen, Marschmusik und Gartenzwerge züchten. Wir brauchen eine konservative Revolution bis hin zum geistigen Schrebergarten. Und das kann gelingen. Das kann gelingen, das sage ich Ihnen auch. Ja, wenn diese dranfunzlige SPD sich nicht da und weibisch ziert, sondern immer die Hosen runterlässt und mitregiert. Denn die 68er, auch die SPD, waren ja nur zu zähmen, indem sie zum Beispiel 1998 kurzzeitig mit versucht haben zu regieren,
Aber Agenda 2010, wenn das der Kohl gemacht hätte, die Grünen wären auf der Straße gewesen. Kosovo-Krieg, wenn das die Merkel gemacht hätte, die 68er wären auf der Straße gewesen. Hartz IV, wenn das der Seehofer gemacht hätte, die SPD wäre auf der Straße gewesen. Und so mussten die 68er, auch die SPD, lernen, dass es mit der sozialen Gleichheit ein großer Scheiß ist. Wenn ein Bankdirektor nicht gescheit putzen kann, dann kann er eben nicht aufsteigen zum Raumpfleger. Ja. Der Adenauer hat es gemacht, sehr klug. Ja, der hat die alten Nazis integriert für den sozialen Frieden. Der Kohl hat es gemacht, sehr klug. Der hat die alten Stasis integriert für den sozialen Frieden. Und so sage ich als CSU, es ist erst Schluss mit der sozialen linken Aufwiegelung der Massen, wenn wir bornierte sozialistische Denkungsart integrieren in eine neue CSU-Bundesregierung. Prost! Ja gut, also das ist ja ein Bauerntheater da mit eurer GroKo. Wieso eurer? Ja, Sie verhandeln doch damit. Ach so, ja richtig. Also, fällt Ihnen da nichts auf? Ich wüsste jetzt nicht. Was das für ein Kuttelmuttel ist. Also es ist doch alles in trockenen Tüchern. Bitte? Na ja, aber dauernd tritt Ihre CSU da nach mit dem Stiefel Dobrindt und seiner blödsinnigen, konservativen Revolution, wie es heißt. Ach ja, ich habe davon gehört. Ja. Deutschland müsste befreit werden von der linken Elite, die sich festgesetzt hätte in den Schlüsselpositionen. Also unglaublich. Ja, darunter habe ich ja auch zu leiden. Strobel! Ach, Sie sind doch eine vollgefressene Natter, die ich am Busen genährt habe. Was glauben Sie denn eigentlich? Wenn ich Sie nicht dreimal am Tag sagen täte, wüssten Sie gar nicht, wie man konservativ schreibt. Konservative Revolution. Ich glaube, bei dem Dobrindt hat seit 30 Jahren morgens der Wecker nicht geschellt. Wenn sich was festgesetzt hat in Deutschland, dann sind es doch die Konservativen. Sprechen Sie von unserer Frau Dr. Merkel? Ha, die auch. Die werden Sie nie mehr los. Ja, es gibt ja aber auch keinen, der Ihnen nachfolgen könnte. Ich habe meine Nachfolge geregelt. Ach was? Ja, mit mir. Ach, Sie wollen tatsächlich eine dritte Amtszeit, ja? Was? Die dauert in Baden-Württemberg ja immer maximal höchstens 5 Jahre. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich Ihnen dann noch mal zur Verfügung stünde. Ah, also, da brauche ich doch Sie nicht für eine dritte Amtszeit. Ich habe die SPD verschlissen. Sie waren von vornherein schon verschlissen. Und jetzt wird's Zeit, dass ich die Grünen verschleiße. Vor links? Vorsicht, Strobe, gell? Vorsicht. Sie können da gar nicht mitreden, weil Sie Ihr Leben lang nur tätig waren in Nebentätigkeiten und Zubringeraktivitäten, gell? Ja, weil Leute wie Sie nicht Platz machen, gell? Wenn ich mal sagen darf. Weil Leute wie Sie an den Bedürfnissen der Menschen vorbeigehen. Und die Menschen bedürfen des Beständigen. Na ja. In England sind die Leute Gott froh, dass ihre Queen 65 Jahre im Amt ist. Also wenn ich diesen Zeitraum mal bewältigt habe, dann dürfen sie von mir gerne verlangen, dass ich so wie der Großvater von Nordkorea seit seinem Tod 1994 verehrt werde als ewiger Präsident, wie Hannah Arendt. Ja, voll sagt. Ja, Herr Dobrindt, Kretschmann alleine, da ist doch die nächste Frage, wäre eine Minderheitsregierung von CDU-CSU alleine nicht doch die beste Lösung? Ja, was heißt Minderheit? Naja. Die Mehrheit der Deutschen möchte nicht dominiert werden von der linken Elite, die abgehoben haben vom Volk, dann aber Augenhöhe verlangen. Ja, naja, die SPD hatte 9,5 Millionen Wähler circa, die wollen halt gleich behandelt werden. Das ja, 9,5 Millionen, das sind ja zu 82 Millionen Bundesbürger eine homöopathische Dosis. Trotzdem trete ich der SPD immer auf Augenhöhe entgegen, geradeaus zu,
Aber die SPD geht mir halt nur maximal bis unter den Arsch. Ja, besser. Beruhigend, nicht wahr, dass die Weltpolitik mit Trump und Kim noch verrückter ist. Entschuldigung. Oh no, diese Klo, das ist ein wahres Symbol für diese bloody Deutschland. Ich hasse meinen deutschen Großvater, dass ich immer noch spreche Deutsch und verstehe diese Deutsch. Ich verstehe diese blöde Merkel, die versteht mir nicht und meine Genius. Und dass ich verstehe die Lüge von der Welt, da bin ich die Einzige, was versteht die... Where is it? Where is it? Was ist denn das für eine Fäkalfratze? Diese Analgeburt neben mir, was ist das denn? Grauenhafte, diese Medien, diese Fake News, diese verlogene Deutschland und ich scheiße auf diese Medien, du. Ah, wenn du willst scheißen auf diese Medien, da stehst du aber falsch herum an diese Klo, oder? What? Was willst du? Was, wer bist du? Was ist das für eine... Was hast du gesagt? Was? Ich sage, du stehst falsch. Ah, oh, das ist ein intelligenter Satz. Ich merke gerade. Die intelligenteste Satz, was habe ich gehört, seit ich bin Präsident. Oh, du bist Präsident. So, so. Yeah. Ah, and you are from... Ah, you are from Switzerland, from... Ich war in Davos gerade, von die Schweizer Bischof. Ich habe nur in die Schweiz Schule gemacht, 1994 bis 98. Aber ich bin Korea, bin ich. Ich bin Korea. Oh, wonderful people. Korea, great. Olympic Games. Nein, ich bin Nordkorea. Oh, I'm sorry. When did you escape? Wann bist du geflüchtet? Das ist furchtbar. No, I'm sorry. Ich bin Nordkorea. Yeah, I'm the America. Ich bin die ganze Nordkorea. No, 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 no. Die Nordkorea, das ist nur diese doofe Kim. Das ist die Nordkorea. Ich bin die doofe Kim. What? You are the... Du bist diese Furunkel? Du bist diese kleine, fette Sau. Das bist du. Du bist das. Du. Du. Wer hat auf deinen Kopf diese Badematte vollgepisst? Wer war das, du Drecksau? Oh, und wer hat deine... blinde Disco-Kugel, die gesetzt auf dieser Hals. Ich habe überhaupt gar keinen Hals. Ah. Warum lässt du da und diese rote Schwanz aus deiner Hose heraushängen? What? Ich habe überhaupt gar keinen Schwanz. Ah. Ah, das ist mein Krawatte. Was willst du? Das ist Faktion und ich hätte gleich merken können, was bist du an deinen Strahl, an deinen Ausstrahlung, du. Aber ich habe die größeren, ich werde dir zeigen, du. Du, wir spüren die Rache von Nordkorea. Ja, ich sage dir das. Ich habe die Stärke, nein, ich bin die größere. Nein, du spürst. Nimm die Hände hoch, du. What? Hörst du, was? Ich bin ja ganz nass. Du bist ja nicht nur mental vollkommen zerschnitten. Aber es geht ja nicht nur um globale Aufwiegelung. Politik beginnt ja im ganz kleinen Kreis von Mensch zu Mensch. Aktuell bei der SPD, ganz kleiner Kreis, die sich gegenseitig aufwiegeln. Das würden wir gerne mal nutzen. Herr Dobrindt, einen kleinen Moment bitte, um das zu besprechen mit der Zielscheibe des, wie Sie sagen, Zwergenaufstandes Martin Schulz, wenn er uns denn zugeschaltet wird. Das ist ja prima. Herr Schulz, guten Abend, Herr Schulz. Das ist ja, ach, du liebes Herr. Herr Schulz, darf ich kurz? Ja, selbstverständlich. Frau Bundeskanzler, hervorragend. Nein. Aus aller Bonheur. Frau Bundeskanzler, hervorragend gemacht von Ihnen. Herr Schulz. Ausgezeichnet. Ich danke Ihnen. Das Herr Schulz. So, ich, Herr Schulz. Ich spreche mit meiner Frau Bundeskanzler. Ja, ich auch trotzdem vielleicht eine Frage Ihnen. Kann ich trotzdem eine Frage vielleicht? Wir sind live auf Sendung. Selbstverständlich. Ja, also bitte, Herr Schulz. Trotz Kim und Jung und zieht sich die deutsche Regierungsbildung in die Länge. Die Jusos kritisieren Sie, weil Sie eigentlich keine GroKo machen wollten. Nicht wahr? Das ist richtig. Ja, also, jetzt haben Sie also sondiert. Das ist richtig. Mit Frau Merkel. Das ist richtig. So, und sagen, Sie haben also viel erreicht. Das ist richtig. So, trotzdem werden Ihre Gegner immer mehr, die dann aber sagen... Frau Merkel, was soll ich jetzt... Das ist das, was ich einhalte an Wahlversprechen, das ich gegeben habe in der Wahlnacht, dass wir in die Opposition gehen. Wenn wir nämlich regieren, können wir denen auch eine Chance geben, die dagegen sind und Opposition gegen uns innerparteilich machen. Wenn wir nicht regieren, dann haben doch die nichts mehr zu mäkeln, die Opposition wollen. Das heißt also, wenn wir regieren, werden wir... allen gerecht und ich... Sie wollen ja trotzdem einen Posten haben. Sie wollten ursprünglich gar keinen Posten haben in der Regierung. Wollten Sie doch keinen Posten haben. Ja, das ist richtig. Jetzt wollen Sie vielleicht doch einen Posten haben. Das ist richtig. Ja, das ist doch inkonsequent.
Das ist eine der großen Stärken der SPD. Also doch ein Posten oder wie? Aber ich, ich werde ihn nicht ausfüllen. Das ist doch paradox, Herr Schulz. Gestatten Sie mir, entschuldigen Sie, glauben Sie mir, ich bin Sozialdemokrat von echtem Schrot und Kot. Was heißt das denn? Was soll das? Wenn wir nicht erschossen werden, dann müssen wir Dreck fressen. Was? Selbstverständlich. Meinen Sie Herrn Dobrindt? Also, oh. Ja, ich sag's Ihnen auch gerne noch einmal. Ich bin ja, wie Sie wissen, der neue Alexander Dobrindt, der neue Revolutionsführer der CSU im Bundestag. Wir brauchen für einen Konservativismus in Deutschland, brauchen wir einfach die SPD als Fußabstreifer ihrer eigenen Ideale. Okay? Denn lassen wir sie frei rumlaufen, dann wird Deutschland gleich wieder dominiert von der linken Elite, die Mitleid mit sich haben, weil sie nichts zu sagen haben. Es geht um Deutschland. Der SPD geht es aber nur um die SPD. Ja? Gut, jetzt kann man natürlich sagen, der CSU geht es auch nur um die CSU. Mit dem feinen Unterschied, die CSU ist Deutschland. Ja? Also, die SPD war ja immer nur Anhängsel. Die SPD hat sich im 19. Jahrhundert gefühlt als Gegenpol zu Monarchie und Kaiser. Ja, der Kaiser hat aber vor genau 100 Jahren, 1918, abgedankt. Da war auch die SPD hinfällig. Dann hat die SPD sich in den 20er Jahren in der Weimarer Republik noch ein bisschen wichtig gemacht. Dann hat sie das Glück gehabt, die SPD, dass sie unter dem Hitler verfolgt gewesen waren. Das hat ihnen einen Opferstatus eingebracht, wodurch sie die Monarchie Jahrzehnte überlebt haben. Und zwar so lange, dass wir von CSU und CSU heute noch sagen, in der ganzen Debatte, ob Inklusion der rechte Weg ist, nämlich die Gleichbehandlung von superbegabten Kindern mit zurückgebliebenen und behinderten Kindern, machen wir von CSU und CSU gleich eine Gleichbehandlung von superbegabter CSU und zurückgebliebener SPD. Wir geben der SPD die Chance auf eine große Inklusion. So. Ja. Aber wie soll eine Integration funktionieren von Flüchtlingen, die kein Deutsch sprechen, wenn schon eine Integration von Leuten aus so fremden Kulturkreisen wie der SPD nicht funktioniert, die Deutsch sprechen? Nein. Und da funktioniert auch das Argument nicht, dass ja diese Flüchtlinge zur Integration den Familiennachzug brauchen. Ja, die von der SPD lassen sich weniger integrieren wie jeder Flüchtling und sie haben alle ihre Familien da. Also, die SPD ist hinterfotzig, kleingeistig, launisch, inkompetent, kompromissunfähig, wehleidig. Das haben wir alles sondiert und haben gesehen, CSU und SPD, wir passen ganz gut zusammen. Ja, Herr Dobrindt, wenn Sie doch zusammenfassen, bleibt die Frage, was sind denn die nächsten Aufgaben, die Sie mit der SPD lösen müssen? Jetzt müssen wir aktuell erstmal die Folgen des Orkans Friederike verarbeiten, der zusammen mit der SPD große Teile von Deutschland ja verwüstet hat. Aber die CSU macht nicht wieder Menschenversuch mit den Affen der SPD, oder? Also ich höre, die SPD will mehr Zukunft haben, das soll sie kriegen, aber dafür kriegt sie weniger Gegenwart. Beides zusammen geht nicht. Herr Dobrindt, vielen Dank für Ihren Besuch, kann ich nur sagen. Und Ihnen kann ich nur sagen, meine Damen und Herren, wenn CDU und CSU und SPD je doch nicht zusammenfinden im Reden, vielleicht finden sie zusammen im Schweigen. Ein stilles Örtchen findet sich überall. Darin ist sich sogar die Weltpolitik einig. Oh, bist du da immer noch da, du, diese Faktion unter? Bist du immer noch da, du? Was soll das? Diese Jaulquappe schon wieder. Und du bist diese glitschige Nacktmulde. Wenn ich dir sehe, da merke ich, dass ich immer vergessen habe. Klospülung, oder? Ja, da tauchst du dein Gesicht um. Arsch ist nicht mehr modern. Perückenscharf. Ich werde machen einen Mauer von Amerika zu Nordkorea. Ah,
das machst du gegen Mexiko, du Trottel, du. Das ist die gleiche, das ist die gleiche. Das ist nicht das gleiche. Meine Mexiko ist Südkorea und da habe ich bereits eine Mauer. What? Ja. You have a Mauer? Ja. Du hast so eine Mauer? Oh, großartig. Ich wusste, wir sind ähnlich. Wir sind Brüder. Ja, wir sind Brüder. Ich habe meine Brüder alle vernichtet, du. Ich meinte, wir sind Brüder im Geiste. Ich habe überhaupt gar keine Geist. So wie ich. Ich bin einmalig. Einmalig? Ja. Yeah. Da gibt es so viele Demenzkranke, da bist du einmalig. Ha. Du, diese Nordkorea ist ein Dreckfloch. Leider ist so weit weg, sodass ich würde nutzen als Kloschüssel, wenn ich mal so weit weg. Du, du Krete, du Trump, du. Du. Ah, du Trump, du Trump. Da glaubst du auch. Ich habe erzählt, die Leute, ich bin Trump. Alle haben geglaubt, idiotic people. Aber was bist du dann, wenn du bist nicht Trump? Ich bin Gott. Gott, ich bin Gott. Nur Gott. Ich bin ganze Religion. Ja, ich bin so Religion, dass meine Landsleute nicht einmal glauben, dass ich gehe aufs Klo. So ist das. Gell? So, so. Was machst du hier dann, wenn du bist nicht auf die Klo? Ich wollte nur einmal schauen, wie klein dein oh, ist. Ich habe die größere. Ich habe die größere. Nein, ich habe die stärkere. Ich habe die schöne Mannrakete, ist schöner wie deine. Nein, ich habe. Ich drücke zuerst, oder das sage ich dir. Ich drücke zuerst. Nein, ich drücke. Nein, ich drücke. Nein, du drückst, ich drücke. Wir tauschen. Nein, du hast nicht. Ich mache die größere, aber ich habe die stärkere. Ich drücke. Nein, du, ich habe die stärkere. Also, die retten die Welt nicht mehr, aber im Moment retten sich nicht mal die, die Deutschland retten sollten, von dem viele sagen, dass es marode ist und alles im Argen liegt bei Schulen, Polizei etc. etc. Das würde ich gerne noch einmal versuchen zu klären mit Martin Schulz am Schluss, wenn er uns noch mal zugeht. Wunderbar. Herr Schulz, wenn Sie denn mitregieren, würden Sie das ändern? Jetzt telefoniert er schon wieder. Herr, würden Sie das ändern, wenn Sie... Ja, Frau Merkel, à la bonne heure, hervorragend. Herr Schulz, ja. So, also, wobei dann natürlich die Jusos sagen, wenn Sie mitregieren, verlieren Sie... Sie haben jetzt in Umfragen nur 17% gerade in Umfragen. 17% haben Sie in Umfragen. Und bei Neuwahlen, da wären es eben 14%. So. Ja, also Tod auf jeden Fall oder wie? Was akzeptieren Sie da? Mitregieren ist eine lebensverlängernde Maßnahme, zu der ich als behandelnder Arzt der SPD verpflichtet bin, denn es gibt eben für die SPD keine Patientenverfügung. Ja, und deswegen brechen Sie das Versprechen, keine GroKo mit der CDU. Ich spreche es nicht. Aber Sie wollen doch mitregieren. Wir wollen in der Regierung sein. Das ist ein Unterschied. Obwohl Sie keine Bürgerversicherung bekommen? Ja. Und keine Erhöhung des Spitzensteuersatzes? Ja. Eben. Und keine Solidarrente kriegen? Ja. Ja, und das Klima wurde auch verschoben. Also. Genau. Ja, und trotzdem machen Sie eine GroKo. Eben nicht. Ja, was ist das denn? Wenn diese großen Themen der SPD nicht umgesetzt werden und realisiert, dann ist es eben keine GroKo. Obwohl Sie mitregieren. Wir wollen in der Regierung sein, um kontrollieren zu können, dass diese großen Hauptthemen der SPD nicht umgesetzt und realisiert werden und Frau Merkel nicht mit anderen Partnern weiter wurstelt und... Entschuldigung, Frau Merkel, ich musste. A la bonne heure, à la bonne heure, à la bonne heure. Die Kunst ist das, was Jamaika nicht umgesetzt hat, ohne Posten, dass wir das nicht durchsetzen mit Posten. Aha. Und wann gibt es diese Regierung? Noch in diesem Jahr. Ah. Zehnt. Dankeschön, Herr Schulz. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schulz. Und meine Damen und Herren, je länger diese Koalitionsverhandlungen dauern, umso mehr können wir uns freuen, denn umso mehr sparen wir sämtliche Bundestagswahlen danach. Jede einzelne kostet um die 100 Millionen. Ha, da haben wir auf einen Schlag freie Kitas, Solidarrenten und wohlhabende Arbeitslose. Ja, wenn Sie allerdings schnell einigen würden, gut, dann könnten Kinder und Rentner und Hartz-IVler natürlich eine deutsche Bank gründen. Sie könnten sofort pleite gehen und würden dann mit noch viel mehr Geld noch viel, viel schneller gerettet. Und
Ah, nee, das ist ja Quatsch. Entschuldigung, ich habe einen Denkfehler gemacht. Das tut mir leid. Nee, Entschuldigung, ich nehme es so. Na, tut mir leid. Nee, Entschuldigung, das ist natürlich Unsinn. Das Geld würde ja sofort rausgehen für die Managerboni. Pech gehabt. Guten Abend.